wieder bei Anjas Gartenreich. Heute soll es also um 7 Tipps für die Erdbeeren gehen. Und ich hatte euch ja das Video schon längere Zeit versprochen. Wir hatten dieses Jahr so eine gute Erdbeerernte, dass ich einfach ein paar Tipps, die ich als wichtig empfinde, mit euch gern teilen möchte. Es ist mir klar, dass alle Gärtner das etwas anders machen. Ich zeige euch hier nur, wie ich es mache. Und dann könnt ihr euch entweder was mitnehmen oder ihr behaltet euren Weg bei, den ihr bei den Erdbeeren so geht. Und den könnt ihr mir auch gerne unten reinschreiben und könnt mir schreiben, was ihr noch so für Tipps habt. Tipp 1, die Pflanzzeit. Man kann Erdbeeren entweder im Frühjahr oder ab August im Herbst pflanzen. Ich empfehle immer die Herbstpflanzung. Warum? Wenn man im Frühjahr pflanzt, muss man die Pflanzen wirklich regelmäßig gießen. Gerade wenn es in den Sommern so trocken wird, dann haben die Pflanzen es wirklich schwer anzuwurzeln und mickern dann so vor sich hin. Wenn man sie aber im Herbst schon pflanzt, dann hat man den ganzen Winter, wo es oftmals schön viel regnet und der Wurzelballen, der kann sich richtig gut entwickeln und die Pflanzen können dann im Frühjahr richtig schön ins Laub gehen und richtig schön durchstarten. Also Pflanzzeit immer im Herbst. Ihr könnt auch noch bis in den November, Dezember hinein pflanzen. Bei frostfreiem Wetter ist alles kein Problem. Das macht den Erdbeeren gar nichts aus. Normalerweise pflanzt man im August, September, weil man da die Senker von den Erdbeeren, von den Mutterpflanzen abnehmen kann und dann wieder neu pflanzen kann. Und da komme ich auch gleich schon zu meinem nächsten Tipp. Die Vermehrung von Erdbeeren. Man kann Erdbeeren natürlich über Saatgut vermehren, das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe vor 5 Jahren mal Walderdbeeren ausgesät mit der Hilfe von Saatgut. Und muss aber dazu sagen, das geht natürlich, sind auch einige Pflanzen gekommen und die habe ich danach ausgesetzt. Da gibt es noch ein uraltes Video von mir dazu. Das verlinke ich mal spaßeshalber hier oben. Wer Lust hat, kann sich das gerne anschauen. Man muss aber dazu sagen, dass die Erdbeerpflanzen, wenn sie ausgesät werden, dann erst 3 Jahre später anfangen zu tragen. Bedeutet, man hat eine ziemlich lange Wartezeit. Und deswegen ist es natürlich gut, seine Pflanzen über die Senker, über die Ableger zu vermehren. Und ja, das geht so. Nachdem die Erdbeeren alle abgeerntet sind, wachsen an den Mutterpflanzen diese Senker. Die erkennt ihr daran, sie sind mit der Mutterpflanze über so einen Stängel verbunden. Die könnt ihr dann einfach von der Mutterpflanze trennen. Idealerweise haben sie dann schon Wurzeln. Leider war es ja 2018, von diesem Jahr stammen diese Aufnahmen hier, war es ja trocken. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, diese Senker nicht direkt ins Beet zu pflanzen, weil sie eben teilweise noch keine Wurzeln hatten, weil es so trocken war, sondern habe mich dafür entschieden, sie erst noch einmal einzutopfen. In guten Jahren, wenn die Senker schon tolle Wurzeln haben, müsst ihr das nicht machen, dann könnt ihr die direkt ins Beet pflanzen. Das hier ist die kräftigste Pflanze, die werde ich mir auch aussuchen. Und die hat hier auch schon die ersten Wurzeln gebildet, das ist natürlich klasse. Das hier kann ab, das war der Versorgungsast sozusagen von der Mutterpflanze. Und hier sind jetzt noch nachfolgende Senker, die sind aber vertrocknet teilweise schon. Deswegen nehmen die auch ab. Jetzt habe ich hier meine neue Erdbeerpflanze, die nächstes Jahr schon tragen wird. So, wichtig ist auch immer, dass man das Herz der Erdbeerpflanze, also das hier in der Mitte, dass das einfach noch rausschaut aus der Erde. Denn sonst kann es passieren, dass die dann von hier unten oder von hier aus dem Herz heraus dann einfach verrotten anfangen, wenn da zu viel Feuchtigkeit reinkommt. Was ist zur Düngung zu sagen? Die Natur düngt immer im Herbst. Das heißt, wenn das Laub fällt, dann bedeckt die Natur schön den Boden
Und die Regenwürmer und die Mikroorganismen, die zersetzen dann das Laub und das organische Material. Und das wird dann zu gutem Boden und natürlich wieder für die Pflanzen verwertbar. Tja, und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt und versuche auch im Herbst zu düngen. Das heißt, im Herbst bekommen meine Erdbeerpflanzen eine richtig schöne dicke Mistschicht. Allerdings natürlich nicht eingebuddelt und auch nicht eingearbeitet, sonst würde ich ja die Wurzeln von den Pflanzen verletzen, sondern ich lege entweder gut verrotteten Kompost oder gut verrotteten Mist einfach oben auf die Pflanzen drauf. Ihr könnt auch eine Kombination aus Stroh und frischem Stallmist nehmen, es kommt drauf an, was für Mist. Also Hühnermist würde ich euch jetzt nicht ganz frisch empfehlen, aber Kaninchenmist oder Pferdemist oder Kuhmist, den könnt ihr auch frisch verwenden, das ist kein Problem. Ihr legt ihn ja nur oben auf und dann macht die Natur den Rest. Das heißt, die Regenwürmer ziehen sich ein paar Sachen nach unten und fressen das und scheiden das wieder aus als guten Wurmkompost. Und der Regen macht natürlich auch viel, denn er lässt diesen Mist, diese ganzen Stoffe richtig schön in den Boden einsickern. Das heißt, wenn ihr im Herbst düngt, dann kann der Dünger richtig schön im Winter richtig schön wirken und dann im Frühjahr startet die Pflanze richtig schön durch. Zur zweiten Düngung, die mache ich so im März, kurz vor der Blüte oder wenn die ersten Blüten kommen, dann dünge ich gern nochmal mit einer Jauche, mit einer Mistjauche. Also entweder weiche ich Kaninchenmist oder Hühnermist ein und den gebe ich dann verdünnt in verdünnter Form und gieße damit die Pflanzen. Und dann natürlich ist immer ganz wichtig, die Erdbeerpflanzen reichlich im Frühjahr zu mulchen. Also wenn es dann losgeht mit der Trockenheit, dass die Erde immer rund um die Pflanzen richtig schön bedeckt ist und dann braucht ihr auch so gut wie nie gießen. Also ich habe meine Erdbeerpflanzen in diesem Sommer, obwohl es auch mal 6 Wochen am Stück nicht geregnet hat, habe ich kaum gegossen, eigentlich gar nicht gegossen. Ich glaube 1-2 Mal die ganze Zeit. Und die sind immer noch super, also denen geht es total gut. Und das liegt an dieser dicken, fetten Mulchschicht. Ich mulche dann entweder mit altem Heu, was aber noch besser ist, ist frischer Grasschnitt. Und manche sagen immer, ja, Grasschnitt würde dann irgendwann pappig werden und würde dann verschimmeln. Bei mir war das noch nicht der Fall. Ihr dürft es natürlich nicht richtig dick, super dick auflegen. Dann kann es schon sein, dass es in der Mitte verschimmelt. Es muss noch ein bisschen luftig sein, also es muss noch ein bisschen Luft dran kommen. Trotzdem relativ viel Grasschnitt aufbringen. Das tut den Pflanzen sehr gut. Wenn dieser Grasschnitt dann verrottet ist und es wird ja auch zu Dünger wieder umgesetzt, dann ruhe ich auch noch mal mit Stroh. Deswegen heißen die Erdbeeren ja auch im Englischen Strawberries, weil sie eben mit Stroh abgedeckt werden unten. Und dann liegen die Früchte, vor allen Dingen kurz vor der Ernte, weil dann liegen die Früchte auch schön im Trocknen und verschimmeln nicht unten auf dem Boden, wenn sie mit zu viel Nässe in Berührung kommen. Also gerade bei nassen Jahren bitte unbedingt mit Stroh mulchen oder mit Heu mulchen, denn dann liegen die Früchte schön sauber und trocken auf dem Stroh drauf. Und dann habt ihr es einfach viel leichter und habt eine größere Ernte. Ja, meinen vierten Tipp habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen, das Mulchen. Ich fasse ihn noch mal ganz kurz für euch zusammen. Im Herbst ordentlich mit Mist drauf mulchen und dann im Frühjahr richtig schön mit Heu oder Grasschnitt. Und kurz vor der Ernte noch mal schön Heu oder Stroh unten reinstreuen, damit die Früchte trocken liegen. Der fünfte Tipp, die Mischkultur. Ja, Mischkultur ist natürlich wichtig in allen biologischen Gärten, wo man Pflanzengesundheit haben möchte. Und wir mischen die Erdbeeren mit Zwiebelgewächsen, das heißt, ihr könnt dafür alle möglichen Zwiebelgewächse verwenden. Wir verwenden dafür Knoblauch und stecken einfach die kleinen Knoblauchzehen zwischen die Pflanzen. Die sind sehr platzsparend, also die gehen ja mehr nach oben. Und die kommen überhaupt nicht mit den Erdbeerpflanzen irgendwie in Berührung. Das heißt, die können super gut wachsen. Und wenn man die Erdbeeren richtig schön düngt, dann bekommt natürlich der Knoblauch auch eine reiche Portion Dünger ab und es tut ihm auch sehr gut. Ihr könnt auch normale Zwiebeln dazwischen setzen. Zwiebelgewächse sind generell gut für Erdbeerpflanzen, denn sie sollen die Pilzkrankheiten von den Erdbeerpflanzen fernhalten. Ein weiterer Kandidat ist Salat. Salat geht eigentlich immer. Man kann Salat überall dazwischen setzen. Er ist relativ neutral und so auch zu den Erdbeeren. Zu meinem sechsten Tipp. Unsere Lieblingssorten.
Unsere Lieblingssorten sind auf jeden Fall die Corona. Die ist sehr, sehr schmackhaft und es ist eine richtig große Erdbeere und sie hat einen guten, wirklich sehr guten Ertrag. Sie gehört mit zu den alten Sorten und wird schon wirklich ewig angebaut und wirklich reichlich auch angebaut in Deutschland. Sie ist noch nicht so sehr gut lagerfähig, deswegen findet sie kaum den Weg in Supermärkte. Aber natürlich für den Hausgärtner, der jetzt selber Erdbeeren anbaut, ist dann natürlich so eine Sorte echt ideal. Es gibt verschiedene Sorten. Frühe, mittlere und späte Sorten. Die Corona gehört zu den mittelfrühen Sorten. Das heißt, sie ist schon so Ende Mai, Anfang Juni reif. Es gibt dann eben noch mittlere und späte Sorten, wie zum Beispiel die Mieze Schindler. Die gehört zu unseren absoluten Favoriten, weil sie einfach so ein traumhaftes Aroma hat. Das ist wie eine Explosion im Mund. Das Einzige ist, sie hat halt sehr wenig Ertrag. Und sie wird ziemlich buschig, also sie breitet sich ziemlich buschig aus und hat weniger Ertrag. Aber dafür ist sie geschmacklich einfach hervorragend. Und deswegen, finde ich, gehört sie auch in jeden Garten, die Mieze Schindler. Und sie ist eher eine späte Erdbeere. Das heißt, auf sie könnt ihr erst mal eine Weile warten. Aber in der Zwischenzeit habt ihr ja schon die Corona, wo ihr schon mal naschen könnt. Seit letztem Jahr haben wir auch die Sonata mit drin. Das ist auch so eine mittelspäte Sorte. Die wird dann so im Juni reif. Die hat aber auch richtig schöne aromatische und relativ feste Früchte und die kann ich auch sehr gut empfehlen. Ein Beispiel noch für eine frühe Sorte wäre die Sorte Lambada, mit der habe ich allerdings keine Erfahrung. Also, wenn ihr es schafft, dann staffelt eure Erdbeerpflanzen auf in frühe, mittlere und späte Sorten, wie zum Beispiel Lambada, Corona und Mieze Schindler, und dann seid ihr von Mai bis Juni, Juli gut mit Erdbeeren abgedeckt. Und das bringt mich gleich zu meinem nächsten Tipp, Tipp Nummer 7. Wenn ihr natürlich die ganze Zeit Erdbeeren essen wollt, von Juni bis Oktober bis zum ersten Frost, dann legt euch doch bitte noch Monatserdbeeren zu. Es gibt ja Monatserdbeeren, die relativ klein sind, wie zum Beispiel die Fontaine. Die würde ich euch aber nicht empfehlen, denn die trocknet stark aus. Die braucht sehr viel Wasser und die Früchte, die werden dann ziemlich pappig. Und die würde ich euch also nicht empfehlen, aber die eignet sich sicherlich gut für den Balkon im Topf, wenn man sie regelmäßig gießt. Was ich aber hier einfach nicht schaffe, das regelmäßige Gießen, weswegen ich ja so viel mulche, aber da eignet sich die Fontaine nicht so gut. Die habe ich jetzt aber, weil ich sie nicht wegwerfen wollte, habe ich sie einfach als Obstbaumscheibe verwendet. Das ist nämlich auch noch ein guter Tipp. Ihr könnt Erdbeeren sehr gut unter Obstbäume pflanzen. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Wald und mögen es auch gerne halbschattig. Und sind dann ein super toller Bodendecker für Obstbäume. Und das habe ich, wie gesagt, gemacht mit dieser Monatserdbeere Fontaine. Und wenn man da vorbeigeht, kann man auch immer mal naschen und das ist kein Problem. Aber um wirklich richtig viel Ertrag zu haben, würde ich eher die Marat de Bois empfehlen. Die haben wir jetzt hier hinten reichlich gepflanzt und da haben wir ein extra Beet angelegt, wo nur Monatserdbeeren drauf sind, damit wir dort quasi den ganzen Sommer bis zum Herbst Erdbeeren ernten können. Und das ist natürlich super, immer mal eine Handvoll Erdbeeren mit reinnehmen zu können oder einfach so zu naschen. So, ihr Lieben, jetzt kennt ihr meine Geheimtipps für die Erdbeeren. Ich hoffe, es hat euch was genützt. Also, was ich euch wirklich ans Herz legen kann, mulcht eure Erdbeeren. Ihr werdet sehen, die werden euch dafür lieben. Also bitte, mulcht eure Erdbeeren und düngt sie im Herbst. Dann, wie gesagt, kann der Dünger schon richtig schön sich mit der Erde verbinden und die Pflanzen haben dann auch wirklich was davon. Tja, ihr Lieben, hier hinter mir ist er. Das ist der schöne Kuhmisthaufen, schon etwas abgelagerter Kuhmist von einem kleinen Bio-Milchviehbetrieb hier in unserer Gegend. Vielen Dank nochmal dafür. Und der wird jetzt verwendet, um die Erdbeeren zu düngen und natürlich auch noch andere Sachen. Thank you.
mir gerne unten rein, was ihr zu diesen Tipps sagt, ob ihr es genauso macht, was ihr vielleicht noch anders macht, ob ihr vielleicht noch einige andere Tipps für die Erdbeeren für mich habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage bis später.